Hallo liebe Mallorca-Freunde, hallo liebe Cala Ratjada-Fans. Wir sind wieder da und wir machen einen kurzen Morgenspaziergang ohne viel Tamtam zur Cala Agulla, dem wunderschönen Strand, einem der wundervollen Strände von Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca. Fangen hier die Morgenstimmung ein und ja, viele Leute kennen das ja hier aus dem Sommerurlaub, wenn so richtig viel los ist. Aber jetzt wollen wir euch das mal zeigen, wenn man quasi mit der Natur allein ist und hier den Tag beginnt. Ist da auch mal was Schönes. Kommt mit, jetzt lassen wir die Natur für sich sprechen und versprechen einen schönen kurzen Spaziergang mit wunderbaren Eindrücken. Ja, dazu gibt es gar nicht viel zu sagen. Dazu muss man gar nicht viel sagen. Das wirkt hier jetzt einfach für sich. Viel Spaß dabei. Bitte liked das Video, kommentiert und teilt, falls euch diese Spaziergänge gefallen. Wir sind ein reiner Mallorca-Kanal. Und wow, also dieser Blick. No words needed. Ich wünsche uns allen viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Thank you.
Ja, liebe Mallorca-Freunde, also ich möchte eigentlich gar nichts sagen. Die Stimmung ist ja so atemberaubend, da kann man eigentlich nur stören. Nichtsdestotrotz eine kurze Ansage in eigener Sache aus Cala Ratllada im Nordosten von Mallorca. Liebe Mallorca-Freunde, liebe Zuschauer des Kanals, ich gehe davon aus, dass die meisten sich das hier bewusst ansehen, weil sie Cala Ratllada lieben oder weil sie vielleicht auch schon unseren Kanal zu schätzen gelernt haben. Ein YouTube-Kanal, der sich so viel Arbeit macht wie wir, mit so viel Liebe, Zeit und Herzblut, lebt davon, dass er unterstützt wird auf so einfache Art wie kommentieren, liken, den Kanal abonnieren. Wer nicht weiß, wie das geht, kann sich in den Kommentaren hier auch oder kann sich auch bei Google erkundigen. Also falls er in der Lage ist, in die Kommentare zu schreiben, sind wir natürlich auch gerne behilflich. Also den Kanal abonnieren, Videos kommentieren, liken, teilen, wenn sie euch besonders gut gefallen haben. Das hilft uns und dem YouTube-Algorithmus, dass wir eine größere Reichweite haben. Ja, weil manche Videos laufen eben gut mit richtig vielen Zuschauern, auch die aus Cala Ratllada zum Beispiel, aus Paghera. Andere laufen dann wieder weniger gut, das heißt mit weniger Zuschauern. Aber wir wollen halt auch nicht nur die ganz populären Dinge bringen. Wir wollen Mallorca aus allen Ecken und Winkeln zeigen und es muss sich ja auch irgendwie ein bisschen lohnen, die harte Arbeit, weil es ist wirklich Arbeit, wenn man sich richtig dahinter klemmt. Und weil sonst, also ihr habt ja sicher gemerkt, in letzter Zeit haben wir seltener Videos gebracht als früher. Das lag daran, dass dann die Zuschauerzahlen am Ende doch nicht ganz so waren, wie wir uns das erhofft haben. Jedenfalls nicht bei jeder Art von Videos. Es gab natürlich da schon Videos mit 4000 oder mehr Klicks, aber ja, leider auch zu wenige, als dass sich die Arbeit eigentlich lohnt, weiterzuführen. Und wir möchten nicht aufgeben. Das macht uns eine Riesenfreude. Aber ja, es frisst eigentlich einen Großteil der ganzen Freizeit und es wäre doch schön, irgendwann ein bisschen Geld damit zu verdienen, dass man sich eben auch auf sowas guten Gewissens konzentrieren kann. Und ja, wie ihr sehen könnt, wir wollen in erster Linie Freude verbreiten, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil das ist das, was wir gerade alle am meisten brauchen und das würden wir halt gerne fortführen mit eurer Unterstützung. Danke fürs Zuhören.